Moinsen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play The Novelist. Genau, und hier hatten wir zuletzt aufgehört bei der Flasche. Linda and Tommy were worried about Dan. Were getting worried about Dan, genau. Genau, das war das, da haben wir aufgehört. Hallo, genau, jetzt kann ich auch steuern. Und da ist auch schon der erste Hinweis. Space war es, genau. Muss ich erst mal wieder an die Steuerung gewöhnen. Ich habe vor Weihnachten nämlich das letzte Mal gespielt gehabt, deshalb Assembly Time, approximately 3 hours, required tools, Phillips Screwdriver, soft-faced hammer, an half-inch wrench, socket recommended, 764 Zoll? Nee, was waren das nochmal? Hex K? Keine Ahnung, was das ist. So, gucken wir mal. Es ist so eine Bauanleitung anscheinend. Ja, anscheinend um dieses Auto, um dieses Spielzeugauto. Sieht aus wie so ein Tretauto. Um das zusammenzubauen halt. Ah, und da ist noch ein Hinweis. Mensch, das ist ja. Das fängt ja hier an mit lauter Hinweisen. Town List, go to library, out of books again, check community board for babysitters, swing by the wild, new movie playing, drop by Dr. Walker's, call ahead. Okay. Schnell in die Lampe. Oh, das war knapp. Ja, aber das Problem in diesem Abschnitt scheint tatsächlich ein sich anbahnendes Alkoholproblem zu sein. Von Dan. Weil, wenn das schon The Bottle heißt, ja, das Kapitel, dann weiß nicht, hat das irgendwie sowas von. Ich versuch mal den Kleinen zu lesen. You saw that, right? No. Gott, 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 die steht direkt hinter mir. Holy sh! Dan, Tommy! Was? Oh nein. Holy sh! Ja, super, das fängt ja gut an. Okay, so reagieren die also, wenn sie entdeckt werden. Oder wenn ich entdeckt werde. Ja, scheiße. Dann kann ich den Kompromiss bei Linda schon mal vergessen, glaube ich. Weil jetzt ist sie ja, hat sie mich ja gesehen. Also was? Trashbags, Aspirin, Salad Dressing, Bier, Case, Popcorn, Ogburn, Bread. Was Ogburn ist, weiß ich nicht. Also Müllbeutel, Aspirin, Salatdressing, Bier, Popcorn und Brot. Hm. Aber eine Whiskyflasche steht hier nicht. Schnell in die Lampe. Muss ich jetzt die anderen Hinweise auch nochmal? Ah, Linda spookt, okay. Okay, Linda ist gespookt, das heißt, ihren Kompromiss können wir vergessen. Ah ja, okay, hier seht ihr eine Flasche stehen bei Dan. Auf dem Tisch, auf dem Bild von dem Sohn, das er gezeichnet hat, hat er eine Flasche auf den Tisch vom Papa gemalt. Das ist, ja, brenzlig. Whoa. Schnell die Lampe. Oh Mann, das wird ja hier. Ah ja, da steht tatsächlich die Flasche auf dem Tisch. You can't hide. Doch, kann ich. I almost had it. Ja, nun geh weg hier. Du kleine Nervensäge. Geh raus, genau, geh raus. Geh spielen. Und lass mich hier rumstreunern. Alan. Hey man, this is gonna sound odd, but I could use some advice. I'm in hot water here because, well, I've been drinking more lately. Man, there's just no good way to write that. I mean, I used to drink and write all the time in school. You remember that, right? I guess I got away from it when we got married, and definitely after Tommy came along. But he's in bed by 8:30 every night now. And let me be clear. I'm not blacking out or driving drunk. You know I'd never do something like that. I just have a few drinks while I'm working, safe and sound in the house. A writer who drinks isn't exactly unheard of. Wow, could I sound more defensive? But here's the hell of it. It's working. It's brought back that college hunger, that energy. And in the last week or two, the book's just singing. I don't even know what I'm asking here. Maybe I just wanted to start the conversation.
If you get a chance, give me a call. Dan. Also der gute Dan genehmigt sich ab und zu mal ein Schlückchen und er meint von wegen, es würde seine kreativen College-Tage wieder zurückbringen. Naja. Also ich weiß nicht, ich kann das selber überhaupt nicht nachvollziehen. Wenn ich Alkohol trinke, dann bin ich alles andere als fähig, irgendwelche kreativen Gedanken zu haben irgendwie. Dann bin ich einfach nur breit irgendwie. Dann bin ich zu gar nichts in der Lage. Ich weiß nicht, warum das diese Meinung so weit verbreitet ist, dass Alkohol kreative Gedanken fördern würde. Ich weiß nicht, ich kann das überhaupt nicht bestätigen. Right drunk, lesen. Edit sober. Apparently Hemingway said that. Or maybe someone else did. It doesn't matter, because it's true. To write, you have to be fearless. You have to make choices and plow forward. Surprise the reader, surprise yourself. Make something that matters, not something safe. What does drinking do? It suppresses inhibitions. Yeah, there are typos, but that's what copy editors are for, and it's not like I'm drinking all day. I'm fixing most of the stuff myself each morning. Or in the afternoon, I guess. I'm not stumbling around drunk all day and pissing myself. I'm trying to create something they'll remember me by. No one can imagine how stressful it is unless they've tried it. The pressure's so bad, I just want to give up sometimes. And those nights of drink is the only way to turn my mind off and get some sleep. And when the book is done, I'll dial it back. Ja, ja, von wegen, wenn das Buch fertig ist, hört er damit auf. Ich meine, ich kann das teilweise verstehen, was er sagt, von wegen, wenn man trinkt oder wenn man Alkohol trinkt, werden wie sagt man, Ängste unterdrückt, aber nicht Ängste, sondern das Zögern oder so, was er da, Inhibitions, ich kann jetzt, die direkte Übersetzung fällt mir nicht ein, aber ich glaube, so ein Zögern meint er irgendwie, wird dadurch unterdrückt. Oh, da habe ich gerade Glück gehabt, habt ihr das gesehen? Ich bin hier in die Lampe gesprungen, kurz bevor der in den Raum reingegangen ist. Und dadurch fällt es einem leichter, bestimmte Dinge zu ignorieren, zum Beispiel Schreibfehler und so. Aber ich sag mal, wenn man mal wirklich ehrlich ist, das geht auch ohne Alkohol. Dazu braucht man eigentlich keinen Alkohol. Oh, ja, und solche Bilder, wenn der Sohn solche Bilder zeichnet, dann ist das kein gutes Zeichen, glaube ich. Das ist, ich glaube, Dan befindet sich so in den ersten Phasen einer beginnenden Sucht, wo er das schon quasi regelmäßig macht, Alkohol konsumieren. Also wo er wirklich schon regelmäßig trinkt. Spring in die Lampe. Hä? Hey, look, wait. Hallo, in die Lampe, in die Lampe, in die Lampe. Warum, ne, warum geht das denn jetzt nicht? Warum konnte ich jetzt nicht in die Lampe springen? Mom! Dad! Das ist jetzt blöd. Ach so, Moment, die wurden wahrscheinlich wieder deaktiviert, ne? Ach ja, stimmt, das war ja beim letzten Mal auch so. Irgendwie, dass da Lampen deaktiviert wurden und man da nicht reinspringen konnte. Okay, dann habe ich jetzt schon die Kompromisse versaut für Tommy und für Linda. Das heißt, mir bleibt jetzt eigentlich nur noch ein Kompromiss bei Dan. Das ist scheiße. Aber jetzt ist die Lampe wieder aktiv. Jetzt kann ich wieder einspringen. Warum denn jetzt wieder? Ach, das ist jetzt irgendwie doof. Muss ich ganz offen und ehrlich zugeben. Jetzt springe ich mal in seinen Kopf rein. So. Okay, dann nimmt der Schwierigkeitsgrad jetzt doch ein wenig zu. Aha. Oh. Was hat er da gemacht? Ach so, er hat sich gestoßen am Sofa. Mal hingucken hier. Ah, er hat sich gestoßen. Ja, Alkohol, ne? Benebelt halt die Sinne. Irgendwo summt es hier nach unten. Lass mich durch. Hier unten ist noch irgendwo ein Geräusch. Da. I could tell Linda and Tommy were disappointed, but I wouldn't have been any fun on vacation anyway. Too stressed about getting to the finish line. I did try to have a little fun with the bonfire, which could have been described as roaring, for a good 30-minute period anyway. Getting out of the house turned out to be a good idea, too. Spending the night on the beach reminded me of a church retreat we did back in 7th grade.
The smell of the bonfire gave me such a strong memory of a crush I had on Jenny something. Or was it Jennifer? I can't remember. But I do remember those flushed schoolboy emotions. I think I can use those for the scene at the dance. Okay. Also dieses Lagerfeuer, was sie da gemacht haben, hat ihn daran erinnert, wie er irgendwie eine Schwärmerei für eine Jenny oder Jennifer hatte. Er kann sich selber gar nicht mehr genau an den Namen erinnern und das benutzt er jetzt für sein Buch. Also es hat anscheinend, die Lösung, die wir letztes Mal benutzt haben, hat schon was gebracht, auf jeden Fall. Er hat eine gute Idee für sein Buch. So, und das war's ja auch. Glaube ich. Ich höre hier keinen Sound mehr. Schnell Lampe, 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 Lampe da rein, ja. So, was haben wir denn? Reach his thoughts for the final clue. Ah ja, genau. Pour a bourbon and work on the apartment scene. Dan, das ist keine gute Idee, mein Freund. Kein Bourbon für dich, mein Junge. Da müssen wir doch irgendwie eine andere Lösung finden. So, einen Moment. Und die beiden anderen? Search the house and her memories for more clues. Tommy, search his memories for more clues. Okay, also der Tommy ist gespookt. Wo ist er denn, der Tommy? Also erschrocken. Ja, spookt heißt erschrecken. Und, jetzt sind die hier alle im Wohnzimmer. Hey, honey. Hey, babe. Moment, das machen wir ganz easy. So. Ach, jetzt stehen die alle im Kreis da drum rum. Auch blöd. Another thing to do. Why'd it do that? Eine SMS für mich. Ich muss mal mein Handy auf lautlos machen. Das tut mir leid. Ich vergesse das irgendwie immer. Aber ich muss auch eben immer erreichbar sein irgendwie. Das ist ein bisschen blöd. So, jetzt sitzen die beiden, die wichtigsten Personen. Da lacht die mich sogar aus. Da sitzen die beiden Personen, die wichtigsten, hier auf einen Haufen. That looks great. Can I see? Not yet. Genau, nicht jetzt. Moment, wie machen wir das jetzt? Komm, wir machen ihn zuerst. Hallo? Jetzt. So. Da hinten glüht's. Der malt in jeder Ecke, ey. Nein! Jetzt habe ich eh gedrückt. Wollte ich gar nicht. Ich wollte Space drücken. So, jetzt. Das ist schon wieder dieses triste Bild vom Vater, ey. Das malt er jedes Mal. Jedes Mal. Jedes Mal malt er das. Kann er nicht mal was anderes malen in seinen Erinnerungen? Ah, da oben, da habe ich es gesehen. Da hinten, da ist die Erinnerung. Gib mir seine Erinnerung. Da steht immer die Whiskyflasche auf dem Tisch. Auch in der Erinnerung steht die auf dem Tisch. Okay, er hat irgendwas versprochen, der Dan. Und jetzt muss die Mama schon sagen, ja, wenn er es nicht macht, muss ich es halt machen. Auch wenn es mich nervt, sozusagen. Ja. Exit Memory. Und schnell eine Lampe, schnell eine Lampe. Gucken, jetzt verfolgen wir schnell Linda, weil die ist ja da in ihr Arbeitszimmer gegangen. Vielleicht haben wir ja Glück und können sie... Komm. Ja, oh, das hat geklappt. Gut. Ich meine, der Tommy ist eh schon gespookt. Why don't you stop at two? Oh oh. Oh oh, Dan, das ist nicht gut. I'm fine. I'm fine. I'm fine. Echt, warum hörst du nicht auf, Dan? Das ist nicht gut, was du machst. Das ist scheiße. Das ist echt scheiße, was du machst, Dan. So much for a choco. I wish I hadn't done so much research to find sights and trails, because now I keep catching myself daydreaming about them instead of working. I still need to get out of the house. I've done the ridge trail probably 15 times now. It hardly seems worth it anymore. Finding new spots is half the point.
I guess tomorrow I'll check in town and see if there's a local guidebook or ranger office. Maybe there's something I haven't found yet. Something nearby is still better than nothing. Also ihr Problem verstehe ich irgendwie nicht. Ich meine, wenn sie was entdecken will, dann kann sie doch wirklich irgendeinen Kurztrip irgendwo hinmachen. Das verstehe ich irgendwie nicht, was da jetzt das Problem ist. Aber gut, das ist vielleicht echt so ein Frauending, was ich nicht verstehe. Keine Ahnung. So, das ist jetzt hier alles getan. In ihrer Erinnerung, ist ja ihre Erinnerung. So. Schnell in die Lampe. Ah, da liegt noch was. Moment, das holen wir uns schnell noch. Barb, I know I wrote yesterday, but I just... I need your advice. I think Dan's drinking too much. And before you start to worry, let me say, he's not an alcoholic. Noch nicht. It's just because of the pressure he's under trying to finish the book. But you know Dan's never exactly been a health nut. He isn't gaining weight yet, though even that's just because alcohol kills his appetite. So he's hardly eating at night, which is another problem altogether. I don't think he sees what he's doing to himself, and I don't know how to break through to him about this. Sometimes I just want to say it's not like I have to get drunk to paint, but I know that's not the most mature way to handle it. Sorry for dumping all this on you, I just wanted to get it off my chest. Do you have any advice about how to talk to him? Yours, Linda. Ja, die Flasche wegnehmen. Das ist ein guter Tipp. Auch der offensichtlichste. Schnell die Lampe. Ah, nein! So, ja, die Flasche wegnehmen. Da muss man gar nicht viel sagen. Einfach die Flasche wegnehmen. Und aus dem Fenster werfen. Das Statement sollte er eigentlich verstehen. Und Moment. Read her thoughts for the final clue. Ah ja, ich muss ja noch den ihre Gedanken lesen. Das habe ich ja ganz vergessen schon wieder. Komm her, Linda. Komm zu Papa. Da ist sie. His jogging shoes are right there. He just has to take the effort. Make the effort, ja. Seine Jogging-Schuhe stehen direkt da. Er muss einfach nur die Initiative ergreifen, sozusagen. So, und jetzt noch Tommy. Den muss ich noch mindreaden und dann... Da ist er. Is Daddy too sad to put together my car? Ach, das ist jetzt schon wieder so eine Sache. Was macht man jetzt? Also, denn... Was Dan will, ist scheiße. Ja? Mit seiner Flasche da und nochmal nachkippen und so, das ist scheiße, das machen wir nicht. Ich kann sowieso die Kompromisse für die beiden anderen nicht benutzen, aber ich kann, glaube ich, noch die Lösungswege machen für die beiden anderen. Nur die Kompromisse fallen ja, glaube ich, aus. Das heißt, ich mache jetzt die Lösung von Tommy, damit er auch mal zum Zug kommt. Und Linda wird der Kompromiss. Hey, Mommy. Würde ich sagen. Geht das denn schon eigentlich? Was musste ich denn da jetzt nochmal machen? Ich kann... Ach, jetzt habe ich das wieder vergessen. Was musste ich denn da machen, um jetzt sozusagen in diese Lösungsphase zu kommen? War das nochmal? War das Tab? Stand da nicht eigentlich immer, sie haben alles gefunden, drücken sie links und dann war's das? Oh Gott. Ich hab gerade gedacht, er hat mich wieder gesehen irgendwie. Oder fehlt mir jetzt noch was? Nee, eigentlich nicht. Oh, ich hab's schon wieder vergessen, ey. Ach ja, nee, genau, jetzt muss ich ja den Gegenstand auswählen, so war das ja. Also, wir haben gesagt, Daddy, genau, wir haben Tommy. Tommy wollen wir machen als Lösung. Das heißt, sein Auto ist der Gegenstand. Das heißt, Tommy, geh mal weg. Danke, Tommy. So. Selecting the pedal car will choose Tommy's resolution for this chapter. Dan and Linda will be disappointed. However, if you've discovered Dan or Linda's desired outcome and haven't spooked them, you will be able to find a compromise with one of them in the next chapter. Ach, Momente mal. Stimmt, ich habe ja Linda gespookt. Das heißt, sie kann ja nicht der Kompromiss sein.
Das heißt, Dans Entscheidung muss der Kompromiss sein. Na gut, dann nimmt er halt nur ein halbes Glas. Ja, dann nimmt er halt nur ein halbes Glas. So,